Ja, Freunde, ihr habt es schon gesehen, provokanter Titel, also ich habe es zumindest, oder probiere es zumindest ein bisschen provokant zu wählen, weil es mir einfach sehr, sehr wichtig ist heute in diesem Video, macht es bitte nach, wenn ihr Web-App-Zugang habt. Es ist, Jungs, ihr bekommt Coins geschenkt, es ist genau wie letztes Jahr, ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass es genauso einfach wieder funktionieren wird, aber macht es, weil ihr bekommt Coins geschenkt. Kurz weg, bevor wir starten, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da, doch das Video von heute Morgen gerne abchecken. Dann gehen wir jetzt kurz in eine Loopboy-Werbung rein, auch gerne abchecken, weil da könnt ihr euch eine 10er PSN abholen, wer schnell ist. Und wir gehen da kurz rein und dann geht's rein ins Video. Bis gleich. So, Freunde, FIFA 21 steht bereits in den Startlöchern und der Hype ist bereits im vollen Gange. Ich bin wirklich extrem gehypt und man kann ja immer, also ihr wisst ja, ich bin RTG-Spieler, aber man kann ja immer ein bisschen Starthilfe bekommen und da springt Loopboy mit rein, mein Partner Loopboy, Jungs. Und zwar habt ihr bei Loopboy wieder die Chance auf 13.500 FIFA-Points im Wert von über 100 Euro. Zum Pre-Launch-Event hat Loopboy dieses Wochenende eine geile Aktion am Start für euch, denn ihr könnt zusätzlich zu den FIFA-Points für FIFA 21 fette Hardware-Preise im Wert von 3.500 Euro abstauben, aber dazu kommen wir gleich nochmal. Ganz kurz für die Leute, die gar nicht wissen, was ist denn Loopboy? Loopboy kann jeder kostenlos für Android, iOS, App Gallery oder am PC downloaden. Den Link findet ihr ganz oben in der Videobeschreibung. Gerne downloaden. Man kann Loopcoins sammeln, mit denen ihr kostenlose Loop-Packs öffnen könnt. Es gibt jede Woche neue Comics und es gibt das Diamanten-Feature, womit Premium-Packs für 99 Cent kostenlos geöffnet werden können. Ihr wisst ja, ich habe in den letzten Monaten viel Werbung für Loopboy gemacht. Ich habe auch eine Menge Aufgaben dadurch erledigt und kann mir jetzt oder konnte mir jetzt ein 10er-Bundle kostenlos kaufen. Und was ich da gezogen habe, und ja Jungs, es waren auch FIFA Points da drin, die Coins oder die Points werde ich euch jetzt gleich einblenden, der am schnellsten kommt, kann die Points gerne, ja, für sich beanspruchen, ist ein PSN-Code, also im PlayStation Store ganz normal angeben. Ihr seht, Jungs, probiert euer Glück, man kann da wie gesagt 3.500 Euro Hardware-Sachen gewinnen, und zwar haben wir zweimal Poga Pro Box Koffer im Wert von 1.100 Euro drin, 10-mal King Controller, das wäre wirklich sehr nice, ein King Controller, und dann haben wir noch 12.000 FIFA Points, 4.600 und so weiter und so fort, also ihr hört schon, man kann wirklich sehr, sehr geile Preise dieses Wochenende gewinnen. Die goldenen Karten im Premium-Pack sind immer PC-Vollversionen, damit wir das auch geklärt haben. Und wenn ihr alle 10 Packs geöffnet habt, erhält ihr noch ein Gold Rush-Pack. Da könnt ihr ebenfalls oder habt ihr ebenfalls nochmal die Chance auf Steam-Guthaben, FIFA-Points oder PC-Vollversionen. Da kann ich nur sagen, checkt den Link zu Loopboy in der Videobeschreibung aus. Über den Code FIFA21 schenkt euch der Loopboy 5 Diamanten plus 2000 Loot-Coins. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt rein ins Video. Viel Spaß und let's go! Okay, Freunde, ich will heute gar nicht so viel ums Thema reden. Wir fangen direkt an. Zeigt das Video gerne euren Freunden, wenn ihr irgendwie Web-App-Zugang habt, weil es ist wirklich die einfachste Methode, gerade Coins zu machen. Ganz Twitter macht es wie letztes Jahr, gleicher Prozess. Und ich habe jetzt schon, ihr könnt sehen, ich habe jetzt 143.000 hier oben. Ich habe heute noch gar nicht getradet, das ist nur von gestern und vorgestern. Oder also insgesamt würde ich sagen, eine Spielzeit von 6 Stunden gesamt. Und wir haben schon, ja, so viele Verkäufe gemacht. Warte, können wir mal ein bisschen rauszoomen, dann kann ich es euch besser zeigen. Plus, wir haben einen Bale zum Beispiel im Verein, der auch noch für 90.000 geht. Ein Regulior, der für 15.000 geht. Tomori für 8.000. Wir haben noch einen Valverde auf der Transferliste, der für 100.000 geht. Hier ein Valverde, der für 100.000 noch, oder nicht 100.000, sondern 85.000, 90.000 weggeht. Also wenn ich alles verkaufe, plus ich muss noch die paar, ja, Division Rivals Games machen, da bekomme ich dann auch nochmal knapp 100.000 Coins, dann stehe ich bei über 500.000 Coins in 3 Tagen nur mit Sniping. Wir haben nichts gezogen. Wenn ihr vielleicht neu auf dem Kanal seid und denkt, okay, der hat aber vielleicht was Gutes gezogen. Jungs, ich habe bis jetzt kein Walkout in FIFA 21 gezogen. Mein bester Spieler war Insigne, den ich für 15k weggehauen habe an den Abend direkt, weil ich mir dadurch bessere Spieler geholt habe oder halt mehr Coins hatte zum Snipen. Also ich zeige euch ganz schnell nochmal die Methode und es ist auch das letzte Mal, dass ich euch diese Methode vorstelle. Ich will sie euch heute nochmal hier extra zeigen, weil ich will, dass ihr so viele Coins wie möglich damit macht oder ihr könnt damit wirklich so viele Coins wie möglich machen. Wenn ihr euch fragt, wie viele Coins braucht ihr dafür, ihr könnt mit 1000 Coins anfangen. Kein Witz, ihr könnt mit 1000 Coins anfangen. Und zwar, ihr geht einfach unter FIFA 21 Spieler zum Beispiel, aber ihr könnt auch zum Beispiel hier unter beliebt gehen. Das ist dann euch überlassen. Ich zeige euch nur meine Methode, wie ich sie anwende. Dann geht ihr auf Version, stellt Gold ein, alles Gold. Und dann schaut ihr halt, wie viele Coins ihr habt. Ich habe in dem Fall jetzt gerade 143.000 Coins zur Verfügung. Ich hau mal meine Cam auch da weg, Jungs, sonst seht ihr nicht. Okay, wir haben jetzt mal die Cam so aufgestellt. Ihr seht auf jeden Fall, 143.000 Coins haben wir gerade. Und dann würde ich es so machen. Aber ihr könnt es auch wirklich mit einem Spieler machen, der 2.000, 3.000 kostet. Dann filtert ihr hier oben Order nach Price. Und dann werden euch die Spieler, wir haben ja davor Gold eingestellt, dass keine Icons uns angezeigt werden. Ja, und ihr seht ja hier, die Preise werden jetzt sortiert. Ronaldo ist derzeit der teuerste. Dann Mbappé, Neymar, Messi, Van Dijk und so weiter. Dann gehe ich runter bei ungefähr die Coins, die ich habe. Oder halt, ich kann halt noch weniger nehmen. Das ist mir überlassen. Ich suche mir jetzt mal ein paar Spieler raus. Nehmen wir Aguero, nehmen wir ein Sané, Sterling, Vardy nicht, weil er ist gerade ein TDW, der ist gerade nur so teuer, weil er halt im Team of the Week ist, Firmino, Longley und Griezmann. Und was machen wir jetzt? Wir schauen, welcher Spieler, also wo Footbin bei den Preisen verkackt. Hier 120.000, 123.000 und wir schauen einfach mal dann die Spieler nach.
zum Beispiel, ich zeig's euch, Aguero wird bei 120.000 angezeigt. Ich muss auch sagen, es dauert halt immer ein paar Minuten, bis man halt einen Spieler gefunden hat. Das geht nicht mit jedem Spieler, aber wir sehen, warte, wir schauen es mal kurz an. Aguero wird bei Footbin, wir haben es gerade gesehen, bei 120.000 angezeigt. Und wird hier, also der günstigste Aguero liegt bei 128.000. Dann machen wir es mal so, wir gehen 100 runter auf 119.000, weil Leute, die den ziehen oder sonst was machen, wollen ihn listen, schauen auf Footbin, 120.000, okay, komm, ich will den schnell weghauen, hauen wir 118, 119, 117.000 rein, wenn nicht sogar noch günstiger, und wir haben gesehen, der liegt gerade bei 128.000. Dann machen wir unseren Google Chrome, also am besten Google Chrome benutzen, kommt immer auf eure Auflösung an, ich habe einen normalen 1920x1080 Monitor, stelle auf 175%, gehen ins Vollbildmodus mit F11 und dann seht ihr, hier aktualisiert man immer den Preis. Hier könnt ihr immer eins hochgehen, suchen. Hier aktualisiert ihr den Preis. Und wenn ihr sucht, hier unten seht ihr die Suchentaste, ihr spammt die Maustaste so und Enter. Enter ist halt die Bestätigungstaste, wenn dann ein Spieler reinkommt. Und das sieht dann so aus in Schnellversion. Ich probiere mal ein Aguero jetzt zu bekommen, dann kann ich es euch hier live demonstrieren. Und wir haben einen bekommen. Nicht mal eine Minute gedauert und mit Hunter sehe ich gerade. 118.000. Es hat funktioniert direkt. Können wir direkt so reinstellen für 127.000 von mir aus. Sollte ein Gewinn sein. Warte, ich rechne es euch auch mal genau aus. Ist ein Gewinn von 3.000 Coins, Jungs. Also so. Ich stelle den mal sogar hier rein. So, da haben wir 4.000 Coins mit einer Karte Gewinn gemacht. Und so machen wir es durchgehend. Am besten, oder wie es halt noch besser funktioniert, manchmal verkackt Footbin komplett. Ich zeige euch mal kurz ein Beispiel. Wie Ramos, Jungs. Ich will euch was erzählen, was gestern Abend abging. Und zwar Ramos gerade 158, okay. Hier hat Footbin jetzt nichts verkackt. Aber gestern war hier bei dem zweiten Preis bei Ramos 160.000, glaube ich. Und hier war 135.000. Und die Leute, die den ziehen, schauen bei Footbin und denken, oha, 135.000 wert, hau ich weg. Aber Ramos kostet gar nicht 135.000, sondern 160.000. Das müsst ihr dann halt selber hier bei Footbin nachschauen. Und Jungs, hier, dass ihr nicht denkt, ich lüge oder erzähle euch Scheiße. Aguero hat sich auch direkt verkauft, seht ihr, 128.000 weg. Haben wir Gewinn gemacht von 4.000 Coins in einer Minute. Snipen direkt jetzt gleich weiter. Aber nun gut, ihr seht, einmal Ramos, zweimal Ramos, dreimal Ramos, viermal Ramos, fünfmal Ramos, sechsmal, siebenmal, achtmal. Ja, achtmal. Und was habe ich gemacht? Innerhalb 10 Minuten habe ich 60.000, 70.000 Coins gemacht. Ich habe ihn durchgehend, ich habe ihn hier, guck mal, für 165 verkauft. Ich weiß nicht, ob meine Cam das verdeckt. Ja, doch, verdeckt sie. Und zwar habe ich Ramos durchgehend für 135.000 bis 140.000 gesniped und für 160.000 ja die ganze Zeit weggehauen. Das war pro Karte ein Gewinn von 15.000 Coins. Und wir haben in wirklich 10 Minuten 60.000, 70.000 Coins gemacht, was geisteskrank war. Also ich kann es nur jedem empfehlen. Ich kann euch mal noch ein Beispiel raussuchen. Wie gesagt, dafür geht ihr einfach auf Footbin, schaut euch ein paar Spiele an und man sieht schon eigentlich von alleine, wo Footbin dann die Preise verkackt. Okay, Freunde, ich musste kurz einen Cut setzen, weil ich noch kurz unterwegs war, aber weiter geht's. Und zwar Lindelöf 6.400, 6.800, 7.000 Coins. Und die Leute, was machen sie? Die ziehen Lindelöf. Oder sonst irgendwoher haben sie ihn bekommen und listen ihn dann wahrscheinlich in den meisten Fällen für 6.300, weil sie ihn direkt verkaufen wollen. Obwohl, wenn wir nachschauen, er liegt gar nicht bei 6.400, wie Footbin es uns anzeigt, sondern er liegt bei 6.000, warte, na schade, 6.200 wäre super Preis, aber er liegt bei, ja, 7.000, da geht er weg, da gibt es ihn nur für eine, zwei Seiten. Also für 7.000 verkauft er sich nach spätestens 5 Minuten und Footbin zeigt 6.400 an. Dann gehen wir auf 6,3k runter, stellen wieder den Zoom ein und, ja, snipen ihn uns. Wenn wir ihn snipen für 5.000, let's go. Oh mein Gott, ja, moin, beste Aufnahme meines Lebens. Stellen wir ihn für 6.900 der Beatpreis rein, 7.000 sofort, sind 2.000 Coins Gewinn nach EA Takes. 1,8 oder so haben wir jetzt mit einer Karte Gewinn gemacht. Weil wie gesagt, Jungs, die Leute, ja, listen die Spieler einfach dann billiger oder wie Footbin es halt anzeigt, obwohl er gar nicht mehr so viel kostet, weil Footbin nicht den richtigen Preis aktualisiert hat. Und das nutzen wir uns mit dieser Sniping-Methode aus und snipen uns ja die Spieler. Und so habe ich 500k innerhalb 2 Tagen gemacht, was einfach krank ist. Ich zeige euch jetzt gleich nochmal meinen Transfererlös. Ich will noch einen Lindelöf mitnehmen, die Sucht kickt rein, man kennt ihn nicht anders. Hier dürft ihr aber auch nicht zu hoch gehen, das muss ich euch auch sagen. Geht hier immer, also immer eins aktualisieren, dann sucht ihr... Nein, habe ich nicht bekommen, weil ich jetzt geboten habe, weil ich euch was erklären wollte. Auf jeden Fall geht ihr hier auf mindestens, also auf maximal 750 und dann geht ihr wieder hier auf löschen, dass es wieder bei 0 ist und fängt wieder von vorne an. Nein, 1,5. Was sind das für Preise? Das wären jetzt 6.000 pro Karte. Oh mein Gott, Jungs, ich muss kurz snipen. Ja, 6.300 stellen wir rein, 7.000 haben wir hier wie
ich glaube, ein Gewinn von nach EA-Tax 400, 500 Münzen. Was okay ist, weil die Masse es ausmacht. Wie gesagt, 6200 haben wir 800 Münzen Gewinn. Nach EA-Tax vielleicht, ja, 600, 500. Also so mache ich das den ganzen Tag. Und ihr habt gesehen, ich habe jetzt in 2 Minuten 3, 4 Einkäufe gemacht. Und ich hätte, oder es hätten noch mehr sein können, wäre ich noch schneller gewesen. So habe ich jetzt in ein paar Tagen, ich zeige es euch mal, ich mache auch mal den Zoom wieder kleiner, dann kann man es besser sehen. Ich habe somit, wenn ich unter Freunde gehe, 641.000 Transfererlös gemacht, ohne einen Walker zu ziehen. Also selbst wenn man alle meine Packs abzieht mit den Senior, den Abschlussinfo, von dem ich gezogen habe, Inaki Williams, kommen wir maximal auf 60.000 hoch. Und wenn wir das abziehen, sind wir immer noch bei 580.000, die ich habe. Klar, Transfererlös bedeutet nicht immer, dass ich die Coins genau habe. Ich habe gerade 130.000 Coins auf der Uhr. Wie gesagt, ein Bale noch im Verein und ja, ein Valverde und sonst was. Und dann habe ich noch die Division Rivals Coins, die ich bekomme. Also wenn ich alles dann verkaufe und auch die Division Rivals Coins habe, sollte ich mindestens schon eine 500.000 Coins haben in 2 Tagen. Weil heute war ich gar nicht in Ultimate drin. Ich habe heute Morgen das Video aufgenommen, was heute Morgen kam. Das Video, was jetzt kam, hatte noch privat ein paar Dinge zu tun. Und die Grafikkarte ist auch angekommen für meinen PC. Dann können wir die Tage wieder zusammen streamen und werden auch im Stream zusammen snipen. Deswegen lasst gerne ein Abo da, Jungs. Oder ein gutes Schlusswort. Ich werde heute Abend noch ein bisschen snipen. Bin aber auch heute Abend wieder trainieren. Deswegen muss ich schauen, wie ich das hinbekomme. Ich bin erstmal raus. Haut da rein. Schönen Abend noch. Schönes Wochenende. Bleibt gesund. Ich habe nie gesagt, aber ja, bleibt gesund, Jungs. Haut da rein. Bis morgen. Ciao, ciao. Promise that you'll never be lonely. Be the fan that's